Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Und heute gratuliere ich John Carpenter zu seinem 70. Geburtstag. Mein Gott, der Mann ist 70 Jahre alt. Und wenn ich mir zurück überlege, was waren denn die großen Carpenter-Filme für mich? Boah, gibt so viele gute Sachen und ich habe sehr viel Carpenter gesehen. Früher sehr viel und heute, naja, etwas weniger. Heute höre ich mir mehr seine Musik, seine Scores, seine Soundtracks an. Ich glaube, der allererste Carpenter, den ich gesehen habe, war The Fog, Nebel des Grauens. Und das war im Grunde ein ganz klassischer Horrorfilm. Der Nebel kommt auf und an Antonio Bay kommen die Geister zurück ans Land und ja, rächen sich. Es war total unheimlich, der Film, und er hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann kamen natürlich andere Filme wie Halloween. Halloween habe ich damals gesehen und dachte mir, was ist denn das für ein Film? Was ist denn das für ein Slasher? Ja, harte Geschichte. Wunderbar. Michael Myers mit der weißen Maske ist nach wie vor klassischer Bestandteil der Popkultur. John Carpenter war schuld. Als Fan von Stanley Kubrick muss ich natürlich den Film Dark Star von John Carpenter gesehen haben. Die Diskussion mit der Bombe über den Sinn des Lebens. Es werde Licht, war der letzte Satz, und wumms, explodierte die Bombe, die unterhalb eines Raumschiffs war. Es war Carpenters Antwort auf Kubricks genialen 2001. Und immer wieder zogen mich die Filme von John Carpenter ins Kino. Beispielsweise Halloween 2, erinnere ich mich, saß ich ganz, ganz alleine im Kino. Es war keiner da. Ich war natürlich noch keine 18 Jahre, habe mich da reingemogelt und genoss einen, naja, eigentlich heute würde man sagen, nicht so tollen Horrorfilm. Aber damals hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Das Brennen des, ja, des Kürbisses zum Totenkopf heraus war ein tolles Plakat. Wunderbar. Stark beeinflusst hat mich auch die Musik von John Carpenter. Ich sag nur Assault, Anschlag bei Nacht. Fand ich super. Fand ich einen ganz, ganz starken Soundtrack. Und diese frühen Carpenter-Soundtracks, das Thema von Halloween, das Thema von eben Assault, super. Coolness pur war natürlich Snake Plissken in Escape from New York, das fand ich super. Das war ja die Antwort von John Carpenter auf Metropolis, wenn man so will. Fritz Lang ist nach New York eingefahren und hat gesagt, diese Stadt der Lichter, da muss er Metropolis drehen. John Carpenter ist nach New York eingefahren und sagt, diese Stadt ist verdreckt. Hier muss ich Escape from New York drehen mit einem wahnsinnig starken Kurt Russell als Snake Plissken. Und ja, tolle, tolle Sachen. Es gibt viele, viele andere Carpenter-Filme, die ich auch gerne gesehen habe. Christine fand ich super, weil tolles Auto. Damals war ich ein ganz, ganz großer Fan von Stephen King und muss man natürlich sehen. Und es waren eben viele, viele, viele Sachen, die ich mir von Carpenter angeschaut habe. Dann gab es einige Flops. Und Ghost from Mars war ein Dreck, war ein Scheiß. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab andere, die waren okay. Sie leben, fand ich interessante Kulturkritik, wenn man so will. Medienkritik. Würde wahrscheinlich heute irgendwelchen Verschwörungstheoretikern gefallen. Aber hat mir, ja, hat mir noch gefallen, aber naja, war nicht mehr der Hammer. Ich glaube, dann gab es noch Der Fürst der Dunkelheit, The Prince of Darkness, glaube ich, hieß er. Das war wieder so ein bisschen Independent-mäßig, fand ich gut. Da war, glaube ich, in einer Nebenrolle Alice Cooper zu sehen. Und wenn Meister Alice auftritt, kann es natürlich nur gut sein. Also, er hat ein paar ganz, ganz gute Independent-Filme gedreht. Vampires oder Vampire, hatte ein paar gute Szenen, aber auf Dauer war es nichts. Und wie gesagt, die späten Karten, da habe ich mir dann auch gar nicht mehr so sehr angeschaut. Mächte des Wahnsinns, glaube ich, war noch einer. Der war auch ein interessante Idee, aber es war nicht mehr der Carpenter, den ich gesehen habe, früher gesehen habe. Heute höre ich mir von Carpenter nicht nur seine alten Soundtracks an, sondern hat ja zwei Alben aufgenommen, die er mit seinem Sohn quasi auch live spielt. Heute ist er eher ein Musiker geworden,
Habe ich mir gekauft, aber haut mich nicht vom Hocker. Was mich allerdings vom Hocker haut, war dieses Buch. On Set with John Carpenter. Eine Fotografin, Kim Gottlieb Walker, hat ja in den frühen Carpenter-Filmen die Set-Fotografie gemacht. Sie war Fotografin für den, ich glaube, Rolling Stone und Newsweek und für ein paar Plattenfirmen. Und sie hat eben die Set-Fotos gemacht für frühe Carpenter-Filme. Und dieses Buch kann ich wirklich den Carpenter-Freunden ans Herz legen. Gerade zum 60. Geburtstag habe ich es mir wieder rausgeholt. Es beginnt mit Halloween Fog, Escape from New York, Halloween 2, Christine. Dort hat sie quasi die Set-Fotos gemacht. Es ist so ein bisschen eine Art Klassentreffen. Es sind total viele Hintergrundbilder, Bilder eben am Set. Hier macht man Kuckuck, wo Herr Carpenter damals noch mit langer Miene herausschaut. Und es ist so eine Art Klassentreffen geworden. Und ja, mir hat es beim Durchlesen wieder, sind viele kleine Episoden, die ich ja, gelesen habe, die mir wieder entfallen sind. Es sind viele Bilder hinter den Kulissen, nicht nur diese offiziellen Setbilder, wo man weiß hier, oh, der Michael, der auftaucht, oder hier, oh Mensch, das war Jamie Lee Curtis, die Screaming Queen, glaube ich, hieß sie damals. Hatte er nur geschrien, war super. Und die offiziellen Bilder, aber auch hier Bilder eben hinter den Kulissen, hat mir viel Spaß gemacht. Ich blätter mal durch. Ihr seht, das Buch ist hauptsächlich in Schwarz-Weiß. Farbfilm war damals so unerfunden, aber sie hat es halt in Schwarz-Weiß fotografiert. Es sind ein paar Farbbilder drin. Ja, und das ist eine Art Klassentreffen. Ich blätter jetzt einfach mal weiter. Schöne Setaufnahmen. Und wer Fan der 70er und frühen 80er ist, muss es einfach haben, weil es so viel ja, Charme rüberbringt. Macht einfach Spaß. Hier, The Fog, der erste Film, den ich damals gesehen habe. Hier, oh, ist er noch, als das Kirchenfenster aufging und die Hand reinkam. Das war im Grunde eher dieser fliegende Holländer, wenn man so will. Wie ist er denn? Elizabeth Stane hieß sie, glaube ich, dieses Schiff. Tolle Bilder. Im Grunde ist ja die frühen Carpenter, sind sie im Grunde eine Art Familienfilme. Er hat ja quasi mit Freunden und Bekannten immer wieder gedreht. Und hier, ja, sieht man schöne Aufnahmen. Snake Plissken, hä? Nenn mich Snake Plissken. Ah, also das war für mich damals die Coolness perfekt. Und hatte ich damals auch noch nicht gesehen, solche Art von Endzeitfilmen, Apokalypsefilmen. Das war für mich eine ganz, ganz neue Filmerfahrung. Und ja, Carpenter hat das toll, toll rübergebracht. Jetzt fällt mir gleich das Buch runter. Ja, mal weiter. Der Präsident stürzt ab im Gefängnis New York. Ach, das war eine tolle Geschichte. Und hier schaut man diese tollen Frisuren an, diese tollen Bilderchen an. Naja, naja. Das war ja, glaube ich, die erste Frau von Herrn Carpenter. Adrienne Barbeau hieß die Dame. Kurt Russell damals noch als junger Mann. Also hier. Ich glaube, brauche ich nicht viel sagen. Halloween 2 ist auch noch drin. Eigentlich war Halloween 2 ein schlechter Film. Wenn wir ehrlich waren, war es ein schlechter Film. Aber hat halt gezeigt, wo es lang geht. Freitag der 13. als Serie, Halloween als Serie. Es gab ein paar ganz gute Halloweens. Halloween 3 fand ich ein total interessantes Konzept, was aber völlig gescheitert ist an den Kinokassen. Und ja, schauen wir mal rein hier. Christine, das war ein Auto, oder? Das sind doch Autos. Und die Idee hier, ein paar nette Bilder. Also, wie gesagt, Mr. Carpenter, alles Gute zum Geburtstag und für die Freunde von John Carpenter. Dieses Buch gibt es irgendwie für 20, 25, 30 Euro. Es gibt auch noch eine dickere Version oder größere Version. Aber die hier für 30 US-Dollar, die dürfte es auf jeden Fall reichen. Alles Gute und Mr. Carpenter, kommt noch ein Film? Weiß ich nicht. Wenn noch einer kommt, würde ich mir sogar anschauen. Also, macht's gut und alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und wenn es euch gefallen hat, der Like da unten. Danke. Ciao.